wieder da. Ist der Thomas von Tommy Canadas Mopedzimmer. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute kommt das Ringschloss-Special. Nach 800 Tagen haben wir endlich Ringschloss. 800 Tage. Mehr nach der Intro. Also, in diesem Special, was kommt auf euch zu? Natürlich habe ich eure Fragen. Vielen Dank dafür. Ich habe viele Fragen bekommen. Ich versuche, die meisten davon zu antworten. Was noch? Ja, ein kleines Bauupdate, wie ich zu dem Ringschloss gekommen bin. Ich hatte hier noch einiges zu tun gehabt. Ich habe auch ein Paket bekommen mit mehreren Waggons und anderen Sachen. Will ich euch zeigen. Ja, und natürlich, dass wir auch ein paar Züge fahren. Okay, fangen wir mal an. Die erste Frage kommt von dem Gerd aus Niedersachsen. Der Gerd schreibt: Meine Frage, wo hast du als Kind deine Modellbahn Erinnerungen gehabt oder bist du erst später zum Modellbahn-Hobby gekommen? Viele Grüße, Gerd aus Niedersachsen. Also Gerd, ich glaube, für mich war das sehr typisch. Als wir nach Kanada gezogen sind, war ich noch ein kleines Kind und so 10 Jahre alt, da gab mein Vater mir eine Startpackung von McLean. Das war mit Kargeleis und die Startpackung original hatte einen ganz kleinen Trafo, drei Donnerbüchsen und eine ganz kleine Lokomotive und genug Gleis für so ein Oval. Er hat also, ich habe dieselbe Packung noch, ich weiß nicht, ob ich das noch einblenden kann, aber er hat fast alles in der Packung ausgetauscht. Keine Donnerbüchsen, da kamen drei Güterwagen hin. Und nicht eine kleine Lok, sondern die BR23 und einen großen Trafo. Wenn ich so an die Zeit nachdenke, habe ich fast alles vergessen. Ich glaube, ich habe nicht so viel mit der Bahn da gespielt. Es war mehr mein Vater, aber mehr als ein Oval kam da nicht. Also es ging wirklich los, als wir wieder nach Deutschland zogen und ich hatte da so einen Nachbar, der Günther, der hatte eine M-Gleisanlage, relativ groß. Und da wurde mein Interesse sehr groß. Habe ich also viel immer geschenkt bekommen, viel gekauft. Und die Anlage war nicht riesig, die ich hatte, aber die war auch so 1,10 Meter mal 3 Meter, doppelte Oval. Und ich habe also da Interesse gehabt, bis ich also so 17, 18 Jahre war. Und danach wurde alles weggepackt. So, jetzt unsere zweite Frage kommt von dem Thomas aus Bremen. Der Thomas schreibt, kommt für dich nur McLean in Frage oder würdest du auch andere Marken fahren? Ja Thomas, momentan habe ich nur McLean. Damals kannte ich nur McLean, aber ich kaufe mir bestimmt andere Marken auch noch, zum Beispiel Pico oder Brava oder Rocco. Nicht nur Waggons, aber auch Loks. Momentan habe ich nur drei digitale Loks, die sind aber alle McLean. Frage Nummer 3. Und die kommt von dem Klaus aus der Schweiz. Der Klaus hat auch einen schönen YouTube-Kanal, Fleos Mobotraum, kennt ihr bestimmt. Und der Klaus fragt, was hast du beruflich gemacht? Das haben viele gefragt und ich sagte was von später. Zweite Frage war, hast du deutsche Wurzeln oder wo kommt dein gutes Deutsch her? Und warum kannst du schon in Rente sein? Grüße aus der Schweiz, Klaus. Also, ja, ich bin natürlich in Deutschland geboren, mit 6 Jahren alt hierher gezogen nach Kanada und dann mit 13 für 3-4 Jahre wieder zurück nach Deutschland. Aber seit 18 Jahre alt oder sogar 16 Jahre alt bin ich schon wieder hier in Kanada, aus einer sehr, sehr langen Zeit. Ich habe also deutsche Wurzeln. Ich bin deutsch, Eltern sind deutsch, Großeltern sind deutsch, Urgroßeltern sind deutsch. Und so weiter. Warum kannst du schon in der Rente sein? Ja, keine Ahnung, hat eben mit Glück zu tun. Und, aber nicht mit dem Glück vom Lotto, das hat nichts mit Lotto zu tun. Ich sage, wir machen mal ein Bauupdate, was ich so geschafft habe in den letzten 3-4 Wochen. Und dann machen wir auch mal eine Tour von der Anlage. Hier ist sie, die Platte ist endlich auf der Anlage, zum vierten Mal.
war eine ganze Sache, die drauf zu tun. Die Pfosten, die sie stützen, waren manchmal ein bisschen zu nah an den Kabelkanälen, war ein bisschen mühselig, habe aber gute Hilfe bekommen von meiner jüngsten Tochter. Sie liegt also, muss noch ein bisschen waagerecht gemacht werden, angeschraubt werden. Die weichen Laternen funktionieren alles schön. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und jetzt muss natürlich der ganze Kabelsalat angeschlossen werden, die ganzen Belegmelder und Weichenantriebe. Und dann, ja, dann kommen die Rampen bei euch rechts zum Bahnhof und auch noch die Brücke wird noch angepasst. Und dann haben wir Ringschluss. 14 cm. So, jetzt kommt die letzte Schraube für die obere Ebene. War auch ein bisschen Arbeit, die anzupassen. Die ganzen Stützen, dass alles waagerecht ist. So, bombenfest. Oh, hallo. Es geht weiter mit den Fragen. Unsere vierte Frage kommt von dem Roland. Der Roland sagt, was hast du vorher beruflich gemacht? Das kommt noch in der nächsten Frage, glaube ich. Und was vermisst du denn noch aus Good Old Germany? Ich bin ja hin und her gezogen mehrmals, da kann ich also es gut vergleichen und ich kann sagen, wenn man in Deutschland ist, vermisst man Sachen von Kanada, wenn man in Kanada ist, vermisst man Sachen von Deutschland. Ich glaube, was ich vermisse am meisten von Good Old Germany sind die kleinen Städte mit, mit der Altstadt, Fußgängerzonen und so weiter. In Nordamerika ist man natürlich überall auf das Auto angewiesen, die ganzen Städte sind gebaut oder auch die kleinen Städte, dass man überall hinfahren muss. Ob man um die Ecke fährt, Shopping oder zum Zahnarzt, überall muss man hinfahren. Und wenn man da ankommt, dann sind da die Parkplätze so riesig, da musst du so 10 Minuten über den Parkplatz laufen, um da anzukommen. Also ist alles hat das mit dem Auto zu tun. Darum sind unsere kleinen Straßen hier in der Nachbarschaft, die sind 4 oder sogar 6-spurig. Also Wahnsinn. Unsere nächste Frage kommt von dem Sibi von Sibi Likes Trains. Wir kennen ja alle den Kanal. Der Sibi fragt, was hast du beruflich gemacht, bevor du Rentner wurdest? Also Sibi, sehr gute Frage. 35 Jahre lang war ich im Energiebereich tätig. Aber nicht mit der Erzeugung von der Energie, sondern mit dem Ersparnis der Energie. Man kann ja sagen, ein Kilowatt sparen ist dasselbe wie ein Kilowatt zu bauen oder zu erzeugen. Und da habe ich mich mit beschäftigt. Ich habe immer mit Fabriken gearbeitet, mit großen Gebäuden und ihm zu zeigen und auch gerechnet, wie sie Energie sparen können, was sie machen müssen, welche Systeme sie umwandeln müssen. Und ja, 35 Jahre lang und jetzt ist es das Schluss und ich spiele mit der Eisenbahn. Unsere nächste Frage kommt von dem Ulrich. Der Ulrich schreibt, was hat das Ganze denn bis jetzt gekostet? Darüber spricht man ja nicht, Ulrich, aber die Nummer habe ich. Ich habe sie oben auf dem Computer. Aber ich kann doch sagen, dass ich zum Beispiel für Schrauben schon 50 Euro ausgegeben habe. Ich habe für Leim ungefähr 25 Euro ausgegeben. Und für Kabel, Draht, bla bla bla, wie man es nennt, 300 Euro. Okay. Und dann war es doch ein Haufen mehr. Oh, hallo. Es geht wieder weiter mit den Fragen. Der Manuel fragt. Frage Nummer 8. Manuel schreibt, hallo Thomas. Gibt es bei euch auch Förderung auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpe, Solar und so weiter? Oder habt ihr generell einen moderaten Strompreis, um damit sauber heizen zu können? Okay, viele Grüße aus Sachsen. Also nochmal, gute Frage. Strompreise in Kanada sind nicht so schlimm, aber wenn man die Bürger fragt, sagen sie, ja, die sind doch ganz schön hoch. So 15 Cent pro Kilowattstunde, das ist nicht Cent mit kanadischen Dollar, sondern mit Euro. Aber wir haben unterschiedliche Preise, im Winter, Sommer, auch jede Stunde hat einen anderen Preis. Unsere Messungsgeräte am Haus wissen genau, wie viel man pro Stunde verbraucht und dann auch
sind dann unterschiedliche Preise, wie gesagt. Also Wochenende ist es billiger, nachts ist es billiger, abends ist es billiger und so weiter. Man wird nicht, der Staat befördert nicht ein, solche erneuerbaren Energiequellen zu benutzen, aber man kriegt immer Geld, wenn man das macht. Also wenn ich so eine Wärmepumpe mir kaufen würde, würde ich Tausende von Euros bekommen oder auch mit Solar und so weiter. Und die nächste Frage kommt von dem Louis aus, keine Ahnung, wo der Louis wohnt. Und die nächste Frage kommt von dem Louis von Enthusia Moba, toller Kanal, hat auch einen YouTube-Kanal. Und der Louis fragt, wirst du auch im Haus nebenan eine Moba aufbauen? Natürlich, ich habe schon, ist ja gegenüber, ich habe schon einen Tunnel, habe ich schon unter der Straße gemacht. Und da kommt bestimmt irgendwo im Keller eine Bahn hin. Nächste Frage kommt von dem Heiko. Und der Heiko hat natürlich auch einen wunderbaren YouTube-Kanal, Heiko Spur N Modellbahn. Und der Heiko fragt, auf deiner Anlage benutzt du nur europäische Loks und Häuser? Hat das einen bestimmten Grund, warum du keine kanadischen und auch amerikanischen Vorbilder hast? Also sehr gute Frage, Heiko. Ja, amerikanische und kanadische Loks will ich einfach nicht. Das wird mich bestimmt erinnern, wenn ich so eine kanadische Regiobahn habe, dass ich jeden Tag ins Büro gefahren bin. Trotzdem, vielleicht kommt es mal eines Tages, ein Zug. Aber hauptsächlich will ich deutsche Loks fahren und auch natürlich europäische Fernverkehr. Das ist irgendwie so ein bisschen Heimat, deutsche Heimat bei mir hier im Keller. Nächste Frage kommt von dem Uwe. Uwe hat viele Fragen. Ein paar habe ich schon beantwortet. Warum ist Kanada so schön? Keine Ahnung. Ich finde Deutschland so schön, wie es auch immer ist. Was hast du an Loks und Waggons? Das ist eine gute Frage, weil das nächste Video von mir wird bestimmt ein Bauvideo. Aber wenn es kein Bauvideo wird, stelle ich eben meine Loks und meine Güterzüge vor. Und danach das Video werde ich die Personenwagen vorstellen. Also das wird natürlich ein großes Video. Und was macht das Haus nebenan? Also das Haus nebenan wird immer noch gebaut. Die arbeiten drin und draußen. Draußen kommt gerade der Stein dran. Ist überall Baggermatsch auf der Straße. Ist also fürchterlich. Und jetzt machen sie auch gerade eins quer gegenüber von mir. Dauernd. So, ich habe hier gestern ein schönes Paket bekommen von meinem Mobile-Händler in Deutschland. Waren viele Sachen drin, zum Beispiel dieser Steuerwagen hier für den Silberlangzug. Tolle Sache ist das. Gehen wir mal da hinten hin und schauen uns mal an, was ich bekommen habe. Okay, Paket ist da. Ich habe natürlich den Steuerwagen, der ist schon auf der Anlage. Dann habe ich mir noch 3 D-Zugwagen gekauft. Einmal gemischt, erste, zweite Klasse, zweite Klasse, habe ich also 4 Stück davon. Habe ich also einen Zug. Das waren also die 4 Wagen. Dann habe ich mir ein Grassmaster Profi endlich gekauft. Wird ja höchste Zeit, dass mal was Grünes auf die Anlage kommt. Natürlich ist der Leim dazu und die Spritzdose, verschiedene Fasern hier, Grasfasern von noch. Mal ein paar Probe machen, was für Farben mir gefallen. Ja, das war's. Das war auch ein Haufen Geld wieder, aber ich glaube, nächstes Mal kaufe ich mir eine Lok. Okay. Es geht weiter mit den Fragen. Der Stefan Mainzer fragt, Hallo Tommy, von wem ist das Intro deiner Videos? Also, das ist ein bisschen inspiriert worden von dem Who-Video Won't Get Fooled Again. Da hatten wir so blauer Laser. So, habe ich eben das gefunden auf dem Internet. Und meine Bilder drum draufgelegt, meistens meine Bilder, noch Musik von iMovie. Zweitens,
Welche Kabelquerschnitte hast du benutzt für deine Anlage? Und ja, es war immer unterschiedlich. Für Ringleitung zum Beispiel, für Strom, Bahnstrom und auch noch für Licht habe ich 1,63 mm Durchmesser genommen. Für dann von der Ringleitung den Bahnstrom zu den Gleisen habe ich 0,65 mm Durchschnitt genommen. Für alle Weichenkabel 0,5 mm. Und dann die Kabel von den Belegmeldern zu den Decodern oder von den Kontaktgleisen zu den Decodern war 0,4 mm. Bis jetzt klappt alles. Die nächste Frage kommt von dem Werner. Hallo Tommy, wirst du die Anlage mit einem Computerprogramm steuern? Ja, das war eben so, Werner. Zuerst war es hier nur alles analog. Dann dachte ich, ja, machen wir es mal digital. Aber nee, die Weichen und Signale machen wir noch mit so Stellpult analog. Also so ein hybride digital fahren, aber Stellpulte für die Weichen. Dann habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir eine Central Station. Da kann ich hier nicht alles machen und alles digital machen. Dann habe ich gesagt, nee, warum machen wir nicht auch Belegmelder auf die Anlage? Habe ich also jetzt 75 Belegmeldern. Und dann habe ich mir auch noch iTrain gekauft. Also es wird eventuell alles automatisch fahren, wenn ich es will. Und es ist auch wichtig, ihr merkt bestimmt, dass ich nur eine Lok fahre hier. Das ist die 110 natürlich mit den Silberlingen. Meine Fire 200 ist abgestürzt, die Kupplungen sind zerbrochen. Ich habe neue, habe ich noch nicht eingesetzt. Und mit der Dampflokomotive traue ich mich noch nicht. Und es wäre nett natürlich ein paar Zugbegegnungen zu haben. Aber das ist auch ein Grund, warum ich iTrain nehme. Ich habe alles zweigleisig, die ganze Strecke, bis auf ein kleines Stück von ungefähr 60 cm. Das ist eingleisig. Also, da brauche ich also eben einen Computer, um das alles schön regeln zu können mit dem Fahrverkehr. Okay, zwei Fragen haben wir noch. Die nächste Frage ist von dem Georg. Der kommt aus Schweinfurt. Sagt, hast du mal längere Strecken mit der Eisenbahn gefahren? Und wenn ja, wie ist so dein Eindruck? Filme, die ich hier ansehe, sieht nicht alles so toll aus. Beide amerikanische und kanadische Züge mit dem vielen Plastik und so weiter und so fort. Das Essen sieht auch nicht so toll aus. Ja, genau, Georg, das stimmt. Die Strecken sind ja so groß hier. Wir haben eine Stadt, die ist ungefähr eine Stunde, zwei Stunden entfernt von hier, von Toronto, hat fast 100.000 Einwohner, aber keine Bahn, da kommt keine Bahn hin. Und es ist eben so, wenn die Strecken sich nicht finanziell klar machen können, dann würden die eben eingestellt. Und ich weiß, dass die Deutsche Bahn hat 5 Millionen Passagiere am Tag, mit alle mit Bussen und so. Die haben 5 Millionen in einem Jahr. Okay? Also das ist der Unterschied. Die Strecken sind zu groß, man fliegt hier mit dem Flugzeug. Nahverkehr haben wir in ein paar Städten, in den Großstädten. Eine Strecke von... Oh, scheiße. Und wir sind wieder da. Kleine Entgleisung, aber ist noch alles ein bisschen temporär. Man weiß nicht, ob man das sieht, da hinten sind noch Klammern. Wird natürlich alles noch ein ganz bisschen Millimeter so ausgeglichen, dass alles fährt. Also wie gesagt, ja, die Strecken sind zu groß. Eine Bahnfahrt von Toronto nach Montreal dauert 5,5 Stunden. 5 Stunden. Und dann kann man in 45 Minuten mit dem Flugzeug hinfliegen. Und viel billiger ist es auch nicht. Also mit der Bahn. Und das andere Problem ist, die ganzen Strecken, viele von den Strecken, gehören den großen Firmen mit dem Güterverkehr. Und Personenverkehr muss also warten. Also ist Wahnsinn. Und die längste Strecke, die ich mal gemacht habe, war von Calgary im Westen Kanadas nach Vancouver durch die Berge, durch die Rocky Mountains. Der Zug war sehr lang, ich glaube, er hat 20 Wagen gehabt. Und 24 Stunden war die Reise, also ganz schön lang. Ich habe hier die letzte Frage. Und die Frage kommt von dem Mark aus Belgien. Hey, Thomas, wenn ich das am Anfang gewusst hätte, was hättest du nie gemacht, was hättest du anders gemacht und was hättest du neu gemacht? Gute Frage, Mark. Erstens, offene Bauweise mit dem Gestell, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht mehr doch mit Platten gemacht und dann mit Gleiswendel.
Und mit den Rampen hatte ich also die Nase voll. Immer war es zu steil, nicht steil genug. Also, das war es wieder mal für heute. Hoffentlich hat es euch gefallen, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Fragen und feiert schön, ist ja Ostern und mit euren Familien, aber bleibt bitte alle gesund. Nächstes Video kommt das Rollmaterial. Erstmal, ich glaube, die Personenwagen, dann die Güterzüge im zweiten Video und dann sehen wir uns auch bald wieder. Also, bis bald, tschüss, euer Tommy Canada.